Herzlich willkommen beim Videocast der himmlischen IT mit Kerstin und Carsten Raphael. Wir starten vom Boden und nehmen Sie mit in die Cloud, ohne dass es Ihnen schwindelig wird. Und nun viel Spaß! Worum geht es heute? Zum einen widmen wir uns nochmal der Gestaltung der Seite. Dabei nehmen wir neue Elemente hinzu, zum Beispiel ein Kontaktformular. Und zum Zweiten möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eine neue Seite erstellen und wie Sie dann diese neue Seite mit einer Dokumentenbibliothek verbinden können. Wer nicht weiß, worum es geht, ich habe hier eine Reihe erstellt. Das erste Video erklärt, wofür und mit welchem Zweck ich diese Webseite erstelle. Und daraus folgen eigentlich die einzelnen Schritte, die wir hier nach und nach machen. Jetzt gehen wir aber los, fangen wir an und gehen wieder auf die Webseite bearbeiten. Ich gehe dann auf die Über mich-Seite, die möchte ich jetzt bearbeiten. Sie sehen, ich habe ja schon den ersten Schritt gemacht und schon mal eine Titelseite, einen Titel wieder erstellt. Ich gehe jetzt hin und lösche das Bild. Rechte Maustaste, Bild löschen. Und füge ein neues Bild hinzu. Diesmal das Bild nicht von meiner Bibliothek, also von meiner Bildbibliothek, sondern diesmal hole ich Bilder von meinem Computer. Ich gehe auf Einfügen, auf die Registerkarte einfügen, sage Bild, wähle diesmal meinen Computer, nach einem Bild suchen aus. Ich habe mir das verkürzt schon hier hingemacht, Kerstin Rachfahl und möchte in diesem Fall jetzt Kerstin Rachfahl mit ihrem MacBook Air nehmen. Ruhig optimieren, das lassen Sie ruhig drin, weil die Ladezeiten für Ihre Webseite hängen davon ab, dass auch wirklich diese Seiten, diese Bilder optimiert sind für das Web. Ich habe das zwar schon im Vorfeld gemacht, aber das ist nicht schlecht, wenn man es noch ein zweites Mal machen lässt. Gut, das ist jetzt das Bild, was ich verwenden möchte. Ich verkleinere das jetzt mal wieder. Das mit dem Verkleinern ist immer schwierig, wenn man dann wenn man das so manuell macht und die Größenordnung nicht einhält. Deshalb ist es einmal unverankert links, füge ich es ein. Und zum Zweiten kann man eben beim Bearbeiten, Sie sehen, hier ist eine Registerkarte hinzugekommen, kann man eben auch das Format dann nochmal genauer eingeben und dass es dann auch so bleibt. Ich schreibe da jetzt auch einen Text hin, Kerstin und ihr MacBook Air. Jetzt würde ich hier eben noch einfügen Texte und auch noch weitere Bilder, aber Sie wissen ja jetzt, wie das funktioniert und das füge ich dann später ein. Ich gehe nochmal einmal speichern nochmal einmal zurück, schließe die Webseite und wenn wir jetzt auf die Bildbibliothek gehen, dann sehen Sie, dass er dieses Bild so hinzugefügt hat. Wenn Sie die Qualität Ihres Bildes so erhalten möchten, dann wählen Sie nicht optimiert aus, dann macht er das eben mit einer höheren Qualität. Das müssen Sie immer abschätzen, was Ihnen da wichtiger ist. Gut, das nächste, was ich möchte, ich werde hier also etwas über mich erzählen. Und das, was mir dann ganz wichtig ist, ist ja, ich möchte in Kontakt treten mit meinen Lesern. Und aus diesem Grund möchte ich Ihnen hier die Möglichkeit geben, dass Sie mir eine E-Mail schicken. Wie mache ich das? Ich gehe auf Einfügen, gehe wieder auf Gadgets und sage, okay, hier Kontakt, bitte einfügen. Die E-Mail-Adresse, an die das gehen soll, ist natürlich die kerstinrachfahl.de. Das speichere ich ab. Und dann sehen Sie, dass er mir in diesem Webpart eben diese Sachen einfügt. Wenn Sie das jetzt anders möchten, zum Beispiel eben die Telefonnummer raus, dann müssen Sie solche Sachen eben im SharePoint Designer anpassen. Gut. Das nächste, was ich jetzt hier reinmache, ist eben das Nachrichten an mich oder nette Nachrichten, weiß ich jetzt schon nicht genau. Also hier füge ich im Prinzip dann textlich ein, wenn mir einer Ihnen eine E-Mail schickt, dass ich da dann diese Informationen, was derjenige sagt über mein Buch, mit einfüge. Da ich das im Moment jetzt noch nicht habe, gehe ich einfach hin und sage,
Layout. Ich habe bis jetzt eben in nur zwei Elemente und entsprechend macht er mir jetzt hier unten das größer. Sie wissen, Sie können jederzeit diese Seite ändern mit dem Layout, sind dann an diese Zonen gebunden und Sie können aber auch hier noch viel, viel mehr Einstellungen vornehmen, auch wie groß diese Seite dargestellt wird und. Das soll es jetzt zu der Seite gewesen sein. Das nächste, was ich jetzt mache, ich speichere das jetzt mal ab, ist eben, dass ich eine neue Webseite erstelle. Und da gehe ich jetzt einfach hin auf Seiten, sage neue Seite. Und Sie können jetzt hier aus den Standardvorlagen wählen oder sich eben auch neue Vorlagen reinladen. Das, was ich jetzt möchte, ist, ich möchte eine Seite erstellen, eine Dokumentenbibliothek. Und da sollen praktisch diese Leseproben rein von meinem Buch, von meinen Büchern später, aber im Moment ist es ja nur ein Buch. Deshalb reicht es mir, wenn ich eine ganz allgemeine Seite habe und ohne irgendwelche besonderen Gestaltungselemente. Ich sage weiter. Ich nenne diese Leseproben. Ich habe das vorhin schon mal gemacht. Ich sage auch hier Leseproben. Wenn es die Seite schon mal gibt, dann sage ich, die soll er überschreiben. Jetzt kann ich noch anwählen, auf welcher Ebene das ist. Sage Fertigstellen. Und jetzt hat er mir die Seite hier erstellt. Jetzt gehe ich nochmal zurück. Ich schließe die nochmal. Ich speichere die erstmal ab. Schließe die Webseite und jetzt möchte ich nochmal zwei Punkte mit Ihnen machen. Das eine ist, ich möchte die Eigenschaften dieser Seite eben verändern. Ich möchte die Navigationsposition über die Mitgliederanmeldung machen. Die Mitgliederanmeldung, die nehme ich dann auch sowieso nochmal zurück. Mitgliederanmeldung, die mache ich jetzt ganz nach unten. Okay. So, das nächste, was ich jetzt machen möchte, ist wieder Schlüsselwörter reinzugeben. Das wissen Sie bereits, damit hier eben bei der Suche der Suchmaschinen optimierte Daten drin enthalten sind. Das nächste, was ich jetzt machen möchte, ich möchte das Ganze mit der Dokumentenbibliothek verbinden. Dafür muss ich natürlich auch erstmal ein Dokument hochladen. Ich sage jetzt Dokument hinzufügen, sage durchsuchen, gehe hier jetzt ganz einfach wieder auf meine Seiten drauf, wo ich das hinterlegt habe. Sind die E-Books, hier ist Kerstin Rachval und hier ist die Leseprobe. Sie sehen, ich habe jetzt hier Leseproben in den Formaten EPUB und MOBI, die möchte ich auch beide jetzt hochladen. Und Sie sehen, hier sind die drin enthalten. Wie kriege ich jetzt diese Leseproben auf meine Webseite? Dafür gehe ich wieder auf meine Webseite, gehe auf Leseproben, sage bearbeiten. Und das Erste, was ich jetzt mache, ist, dass ich hier einen Titel einfüge. Das formatiere ich jetzt anders. Ich möchte das größer haben und ich möchte das fett haben. Und jetzt füge ich einfach einen Link ein. Und in diesem Fall sage ich auf ein Dokument. Und Sie sehen, hier werden mir meine Dokumente angezeigt. Und jetzt nehme ich beide. Kann ich beide auch auswählen? Nee, erstmal einen auswählen. Sie können jetzt sagen, ob er diese Leseprobe in einem neuen Fenster öffnet. Und hier sage ich Duke. Ein weiter Weg zurück. Ja, das passt eigentlich schon alles. Das ist für mich so in Ordnung. Und jetzt füge ich ein nächstes an. Wieder ein Link. Wieder mein Dokument und diesmal hier zu meinem MOBI-Format. Und jetzt habe ich hier das zweite Dokument drin. So, mehr habe ich ja erstmal nicht, also lasse ich das erstmal. Und dann schreibe ich noch drunter. Und jetzt füge ich einfach wieder das Kontaktformular ein. Und Sie sehen, das wird jetzt hier eingefügt. Das mache ich jetzt auch wieder ein bisschen prominenter, dass man das besser lesen kann. Und jetzt füge ich hier einfach nochmal ein Bild ein, damit es ein bisschen aufgelockert ist. Mhm.
Da hat er jetzt mit dem Bild ein Problem, das zeigt er nicht an, das ist nicht gut. Schaue ich mir an, warum das so ist. Also da hat er eigentlich kein Problem damit. Machen wir mal speichern. Gehen wir zumal zurück in die Bildbibliothek, was er da macht. Da zeigt er mir das Bild auch an. Gehen wir wieder auf die Webseite, auf die Leseproben, auf die Bearbeiten, das Bearbeiten. So, jetzt hat er damit irgendwo ein Problem. Das kann eventuell an einem HTML-Code liegen. Er hat hier einen Link also drin. Jetzt machen wir das nochmal hier vorne rein. Es liegt also nicht daran, dass er das nicht lesen kann, sondern es liegt irgendwo doch an diesem Bild. JPEG ist drin. JPEG-Button. Ich mache das jetzt hier nochmal so da rein. Gehe nochmal auf die Webseite. Jetzt funktioniert es. Also es lag an der Beschriftung des Bildes. Sie hatten da vorhin gesehen, da waren so Leerzeichen drin und das kann schon mal, sowas kann einfach schon mal ein Problem dann darstellen für den HTML-Code. Also solche Sachen ist immer wichtig, dass man das auch dann beachtet. Gell? So, jetzt gehen wir hin, Format, Bildtools und jetzt ändere ich die Größe auf, sagen wir mal, 150. Und dann lasse ich das im Prinzip dann hier so. Nee, das ändere ich jetzt noch. Und zwar folgendermaßen. Das gefällt mir nämlich noch nicht so. Ich mache es mit Ctrl X, trage ich das aus. Gehe hier nochmal rein. Mache hier mit Ctrl V das wieder rein. So, und jetzt möchte ich einfach, dass es so ein bisschen nebeneinander gestaltet ist. Das heißt, ich kann auch diese Box hier verkleinern. Versuche den jetzt unverankert links zu machen und Sie sehen, die beiden Sachen kommen nebeneinander hin. Jetzt verändere ich das nochmal von der Größe her, dass ich das so ein bisschen hier anpasse. Unverankert rechts. Wenn Sie das mal genau positionieren müssen, dann machen Sie das am besten auch über eine Tabelle. So, und jetzt sehen Sie, jetzt habe ich hier das doch eigentlich, finde ich, für mich viel netter gestaltet. Gut, dann speichere ich das und Sie haben schon gesehen, wie einfach man mal eben eine neue Seite erstellen kann und sie eben auch mit Funktionen füllt. Wir schauen uns das nochmal an in der Webseite. So sieht das jetzt als Webseite aus. Wenn Sie jetzt da drauf gehen, dann können Sie das runterladen. Er fragt Sie dann Datei speichern unter und dann können Sie ganz einfach diese Datei auf Ihren E-Reader oder Ihrer Softwareanwendungen, alle die EPUB lesen können, dann eben praktisch lesen. Sie sahen einen Videocast der Rachval IT Solutions, Ihrem Partner für Informationstechnologie im Mittelstand. Mehr Infos finden Sie unter himmlische-it.de.